Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Akteur Duo. Und wir sind hier in Warnerheim. Und ich bin gerade auf dem Weg zurück zum Portal, wo wir zurückreisen können. Und ich habe es, glaube ich, gefunden. Es ist hier unten. Gucken wir uns hier oben noch einmal um. Und zwar bin ich hier gerade noch so einige Minütchen durch die Gegend gelaufen. Und habe mir die schöne Landschaft angeguckt, aber auch festgestellt, dass es bei der schönen Landschaft aber auch bleibt. Ne? Also ich finde es schön hier. Ich habe aber bisher jetzt noch nichts gefunden, wieso man unbedingt nach Warnerheim müsste, außer sich die Landschaft mal anzugucken. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Vielleicht ist noch irgendwas da, was ich übersehen habe. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es bestimmte Tiere nur hier gibt oder eben auch, Moment, einmal hier gucken, wie komme ich wieder zurück? Das ist das Richtige, ja, ne? Ja, auf jeden Fall hätte ich mir gewünscht, dass es hier irgendwelche Tiere gibt, die es halt nirgendwo gibt oder dass es besonders schwer ist oder irgendwas, aber man hat immer so die ganze Zeit das Gefühl, man läuft durch so ein Startgebiet oder so. Das finde ich so ein bisschen schade, weil es ist schön, aber wahrscheinlich werde ich, wenn ich nicht gerade zufällig eins von den Aberrant Bärchen oder irgendwas zähmen möchte, werde ich hier wahrscheinlich nie wieder hinporten. Ist ein bisschen schade, aber es ist trotzdem schön. Ja? Und weil das jetzt schneller ging als erwartet, werden wir direkt mal weiterreisen zu, was haben wir denn hier? Asgard. Nach Asgard reisen wir. Da porten wir hin und gucken, was uns da erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass es im Schnee ist. Uns fehlen ja noch von den neuen Tieren hier der Fenrir. Aber da war ja sowieso irgendwas ganz anderes. Ich weiß, in der Mod-Version habe ich mal gehört, dass der da unterwegs war in diesem Schneebiom. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit J. Dass der da unterwegs war. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Da habe ich noch ein bisschen Respekt vor. Aber wir gucken jetzt erstmal, was uns hier in Asgard erwartet und werden uns alles irgendwann mal anschauen, ne? Aber von Warnerheim war ich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe irgendwie mehr erwartet. Und hier sieht es auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ich finde es cool, weil es so wüstenartig, aber trotzdem bunt ist. Und ah, hier haben wir auf jeden Fall einen Grund herzukommen, denn hier gibt es Mewings. Und ich möchte Mewings. Ich mag Mewings. Das heißt, hier haben wir auf. Oh, ein Schäfchen. Habe ich noch einen Kuchen dabei? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann wirst du. Bist du direkt gefressen? Du bist ein Männchen, ja. Wenn du Weibchen wärst, würde ich jetzt was holen. Hammelfleisch nehmen wir mit. Eigentlich müsste ich Zehenpfeile besorgen und mit direkten Mewing zähmen. Also das finde ich mal ein cooles Biom, weil so ein Biom haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Das ist total schick irgendwie. Ich mag's. Weil es irgendwie so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an eine Wüste, ist aber keine Wüste. Aber halt in schön. Ne? Mit den bunten Bäumchen und so. Das ist ein Biom, was mir echt gut gefällt. Das mag ich. Es ist gerade 18 Uhr. Sehr hell gefühlt, aber noch täuschen. Ja, hier hat man vor allem so eine schöne Ebene, wo man wahrscheinlich auch saucool eine Riesenbasis bauen könnte. Also irgendwie, das mag ich auf jeden Fall. Normalerweise bin ich hier immer für so diese grünen, bewachsenen Biome oder so. Aber dies hier gefällt mir gerade besonders gut, weil es was ist, was wir noch nirgendwo so gesehen haben. Wir haben so ein paar Parallelen zu Genesis 2, aber nicht so tot, sondern halt eben doch irgendwie schön bunt und nicht so grell und aber irgendwie, ach, ist schön. Nee, das gefällt mir von den Farben sehr, sehr gut. Und hier gibt es Mewings. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Grund herzukommen. Hier haben wir Mewings. Mammuts gibt es hier auch.
Wir können wahrscheinlich ja auch einfach mit R wieder zurückporten, ne? Ja, können wir nachher mal ausprobieren. Dann dürften wir aber ja trotzdem in der Höhle wahrscheinlich bei uns da um die Ecke landen. Oh, ein Titano. Den habe ich auf Fjordur auch noch nicht gesehen. Das erste Mal. Kängurus gibt es ja auch. Sehr schön. Also dieses Bio mag ich. Das mag ich. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Oh, und da unten, das könnte so. Das könnte nochmal. Das sieht irgendwie aus wie so ein. Da würde ich jetzt Shadowmanes oder so erwarten. Vielleicht ist es aber auch nicht der Fall, aber. So in die Richtung sieht das hier aus. Scheint aber nicht so zu sein. Hier sind Mammuts und so. Das würde dann wieder nicht zusammenpassen, glaube ich. Aber wie gesagt, dieses Biom, ich mag's. Ich mag's. Finde ich cool. Wir sind hier unten beim Sumpf übrigens. Hier geht's nicht hoch, glaube ich. Hier ist auch nichts in der Ecke versteckt, oder? Nee. Nur eine Mimimi-Ecke. Ein bisschen überladen. Ich muss mal gerade ein bisschen Zeug noch wegschmeißen. Aber sehr cool. Sehr cool. Also dieses Biom gefällt mir auf jeden Fall besser als das andere. Auch wenn es schön war. Hier gibt es Mewings. Damit gewinnst du einiger Herzen, wenn du Mewings einpackst. Und es gibt sehr schöne Anken. Wo ist die schön? Ich glaube, das ist die schönste Anke, die ich je gesehen habe. Ist wunderschön. Ist halt leider ein Lowbob, ne? Ist ein Weibchen. Ich glaube, mein. Ah, ich könnte eh nicht paaren, weil ich ja so eine X. X-Anker habe. Den Obelisken sieht man relativ weit. Das finde ich auch gut. Das findet man gut wieder zurück. Auch wenn wir ja so porten können, ich weiß. Muss ich auch gleich mal ausprobieren. Agis gibt's hier. Ja, also irgendwie gefällt es mir hier. Auch von der Stimmung so jetzt bei Sonnenuntergang. Das hat was. Gibt's hier Jaboas? Die würden noch voll gut reinpassen. Auch wenn Jaboas sind eigentlich so die unnützesten Tiere, außer auf Scorched Earth. Da kann man sie halt mal wegen der Wettervorhersage gebrauchen. Aber eigentlich bringen die am wenigsten, was ich total schade finde. Wir sollten mal so ein kleines Remake bekommen. Wenn ihr das Schaf tötet, dann kriege ich aber Hammel hier. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. So. Direkt mal Hammel gesnackt. Also die Jaboas sollten mal so ein Remake bekommen. Dass diese süßen kleinen Viecher auch irgendwie nützlich sind auf anderen Maps. Finde ich schön. Dass sie irgendwie noch einen Buff oder sowas geben oder so. Irgendwie so ein. Ja, wobei Resistenzbuff gibt es schon bei Ottern, ne? Dass die irgendeine Zusatzfunktion noch kriegen, das finde ich ganz geil. Ja, ich glaube, wir werden von hier mal zurückporten. Rexe gibt es ja auch. Also hier, dieses Biom, ich mag's. Ich mag es sehr. Oh, warte mal, was ist das denn? Man kann. Ach was. Ballheim, was ist das denn? Anerland. Göttinheim. Genau, das ist das im Schnee. Asgard, was ist Balheim? Da müssen wir irgendwann mal hin. Steht schwer dran. Ich nehme mal lieber den Obelisken. Ich traue dem Ganzen gerade nicht. Und ich weiß nicht, was davon mein Portal nach Hause wäre. Falls davon eins das Portal nach Hause wäre. Aber keine Ahnung. Vielleicht kann man auch nur von zu Hause raus teleportieren, weil es war ja irgendwie
eingeführt worden, dass man über das Radialmenü teleportiert, weil die Angst hatten, dass auf den Offis diese Höhle zugebaut wird. Und ich wusste das nicht, deswegen hatte ich es erst aktiv gelassen oder hatte es nicht umgestellt. Oh, hier ist aber sehr rot. Er hatte das nicht umgestellt und habe es dann aber letztendlich auch angelassen, dass man überall porten kann. Und vielleicht kann man deswegen quasi reinporten, aber nicht ausporten, kann das sein? Nur in andere wieder rein. Oder ich habe die Namen einfach noch nicht alle gecheckt. Das kann es auch sein. Da ist der Obelisk gelaufen in die falsche Richtung. Mit den diesmal gar nicht markiert, aber hier sieht man ihn zum Glück. Oh, eine Rune. Fast übersehen hier in dem roten. Diese Zwerge an der Brücke ist ja geil. Mega gespannt. Ich habe gesehen, Nikatus arbeitet zusammen mit jemandem anderen an einer Baumod. An so einer Zwergenbaumod. Wäre cool, wenn das cool wird. Also ich wünschte mir ja auch schon lange so eine coole, irgendwie so eine Wikinger-Baumod oder so, ne? Das wäre richtig, richtig geil. Aber so eine Zwergenbaumod geht schon in eine Richtung, die mir auch gefallen würde. Ne? Halt irgendwie was mit Holzstrukturen, die richtig geil aussehen, so mit Verzierungen und so, da hätte ich richtig Bock drauf. Auf so eine richtig schöne Baumod. Mal was anderes. Oh, und es gibt Gasbags. Wie wird's lieben? Jungs sind Gasbags. Ach, cool. Ja, haben wir jetzt ein bisschen was erkundet. Bin mal gespannt, was in den nächsten Folgen ansteht. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns nochmal Höhlen angucken. Da müssen wir mal gucken, ob Sumsi vielleicht auch Zeit hat, wieder mit einzusteigen. Ansonsten wage ich mich vielleicht auch nochmal ein bisschen alleine, wenn sie keine Zeit hat. Oh, Hyänen. Das wäre auch noch eine Option. Aber Höhlen sind halt so zusammen schon immer cooler. Ich meine, ich könnte mir auch wieder anders dazu holen, theoretisch. Ach, das war ein Thorny. Dann habe ich gerade gecheckt. Können wir auch im Zweifel wen anders dazu holen, aber ey, komm. Mit Sumsi, da bin ich es gewohnt. Die darf ich ärgern, ohne dass zickig wird. Da weiß ich, die Katze ist ab. Okay, ich werde auch geärgert, aber das würde ich von euch, glaube ich, auch werden. Also, ne? So, wir sind gleich irgendwann auch mal wieder am Obelisken. Ey, gefühlt eine halbe Weltreise hier. Das gefühlt ewig. Kann man Ausdauer regenerieren hier auf der Brücke. Flup, 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 flup. Und dann porten wir gleich wieder rüber. Und ich bin auch am überlegen, ob ich dann gleich nochmal hierher porte und Mewings zähme. Ich glaube, das mache ich ein anderes Mal. Ich glaube, wir machen heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, dass es schon wieder relativ spät ist, im Sinne von, ich habe noch so viel zu tun. Wir haben nämlich gerade Sonntag und wir haben gerade 20 vor 12 morgens. Und ich möchte um 14 Uhr einen langen Stream starten. Und ich brauche auch noch ein bisschen Pause dazwischen. Und muss mich fertig machen. Und deswegen werden wir hier gleich eine etwas kürzere Folge machen. Muss auch mal sein, ne? Muss reichen. Wir haben auf jeden Fall die nächste Parallelwelt gesehen. Mit der anderen warten wir noch ein bisschen. Wir haben hier übrigens, sehe ich gerade, Fenrils. Das ist, glaube ich, hier der Boss ist, glaube ich, dann irgendwie hat mit dem Fenrir zu tun mittlerweile, ne? Ach, man braucht Drachentrophäen. Megapithecus Brutmutter. Ach was, musste die normalen Boss im Prinzip machen, um dann später hier zu diesem Fenrir-Dings zu kommen. Ich wurde so halb, also ich habe so ein bisschen was mitgekriegt. Ich würde nicht sagen, dass ich gespoilert wurde. Aber ich weiß, dass man den irgendwie kriegen kann, wenn man da irgendwas macht. Wenn man irgendwie den besiegt oder keine Ahnung was. Habe ich mich aber noch nicht so richtig mit beschäftigt und wird wahrscheinlich was für sehr viel später sein. Und es soll ziemlich nervig sein und der soll auch, glaube ich, gar nicht so geil sein. Aber da lasse ich mich überraschen. Das werden wir dann irgendwann sehen, wenn es soweit ist.
Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal um zwei Parallelwelten schlauer, nennen wir es mal so. Und will demnächst definitiv Mailings haben. Ich habe mich schon gewundert, ob es die hier gibt, wenn ja, wo es die gibt. Aber das Rätsel haben wir gelöst. Dann sind wir jetzt auch schön wieder an der Basis. Ich werde hier gleich nochmal meine Tröge vollhauen. Ich habe nämlich Fleisch im Grill, weil ich habe Babys stehen. Ich habe, doch, gegrillt ist. Ich habe nämlich ein paar neue Dinos rausgeschmissen. Eher so auch als Backup. Und ich habe den einen, ich habe von Niemeyer ein Ei bekommen, was mir eigentlich ein bisschen zu stark ist fürs Let's Play. Aber ich denke mir so, wenn ich ein bisschen Fleisch farmen möchte und so, dann kann ich den trotzdem nutzen. Und der ist wunderschön, der ist voll schön, der hat voll die coole Farbe. Ja. Aber der ist mir halt für Höhen und alles, das ist er mir zu stark, ne? Also dafür ist er mir zu, bringt er mir zu viele Vorteile. Und sonst würde ich das Geschenk eigentlich, normalerweise lehne ich sowas ja mal ab. Aber ich denke, wenn ich irgendwie ein bisschen Fleisch haben gehe oder so, dann kann ich den wohl mal nutzen. Das macht bestimmt Spaß. Und er ist halt schön. Ansonsten steht er hier zur Deko. Genau. Ich habe aber auch noch ein paar von den anderen hier rausgeschmissen. Da. Die sind ein bisschen kreuz und quer gelaufen, weil hier von irgendwas angegriffen hat. Aber ja. Ich habe oben sogar jetzt einmal als Beweis, ich habe sie nicht töten lassen oder sterben lassen. Wir sind bei fast 10% und das ist gefühlt ein Wunder. Und es sind natürlich nur Männchen geworden, also. Aber da müssen wir durch. Papierbeeren habe ich drin, ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Ark Fjordur. Bis dahin einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.